Nein, 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 nein. Erst muss alles gut vorbereitet sein. Wie heißt der Typ? Janis Suckert. Willst du die Zuschauerbindung zugeben oder soll ich da was zu sagen? Ich glaube, es wäre von Vorteil, wenn ich das machen würde, ne? Ja, richtig. Das war auch nur ein versteckter winkend im Zaunfall. Eine rhetorische Frage. Cool, findest du die gerade? Ich muss gerade erstmal kurz. Das ist dann eben wie der nette Onkel mit den Bonbons. Der kostet auch einen Mehrwert. Nee, euer Wunsch, mein Befehl ist eigentlich noch viel besser, finde ich, das eben, find ja. Ich schon ein guter also, Tipp. Grüezi, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen hier zu euer Wunsch, mein Befehl, hier mit der T92 heute und mit zwei herzallerliebsten Gästen, nämlich dem Hanti und dem Coolhand. Sag mal hallo. Hallo. Moin. Und ja, die T92 wurde gewünscht vor in einem Kommentar von, keine Ahnung, von dem letzten Video halt. Und hier ist sie und... Gleich Janis noch so. Suckert hat sich das gewünscht. Genau, Hanti hat sich extra noch einen Namen rausgesucht. Und ja, weil wir alle so guter Laune sind, haben wir nämlich auch gerade was Spezielles für euch ausgedacht. Und ich übergebe jetzt einfach mal Coolhand das Wort. Coolhand, gib Gas. Wie? Ja, genau. Wir haben uns überlegt, für die nächste Runde, ihr wünscht euch einen Panzer, dann befährt ihn. Machen wir einen Lostopf. In denen alle Meldungen reingeschmissen werden. Und der Panzer, der dann gezogen wird, mit dem entsprechenden Spieler, bekommt dann einen Bonuscode für einen Tier 5 Shinukai. Ganz genau. Also haut in die Kommentare, welchen Panzer wollt ihr vom Semper als nächstes sehen. Bedingung ist natürlich, dass der Semper den Panzer auch in der Garage hat. Und... Entsprechend würde ich, wenn sich jetzt drei Leute die IS-7 wünschen und die IS-7 wird ausgelost, dann gewinnt natürlich nur derjenige, der sich die IS-7 als erstes gewünscht hat. Also guckt vielleicht auch noch in die Kommentare, was sich so andere Spieler gewünscht haben. Und der Panzer, der dann entsprechend ausgelost wird, für den dann das nächste Let's Play gespielt wird, oder eines der nächsten, zumindest die nächste Runde, euer Wunsch, mein Befehl vom Semper Fidelis. Was macht der Leo? Der gewinnt dann den Shinukai vom netten Onkel Coolhand. Jo, genau so machen wir es. Und ihr habt es gerade mal gesehen, was so ein Leopard machen kann. Und irgendjemand hat bei meiner T92 die ganzen Super Splash-Granaten rausgebaut und die normalen HE-Granaten reingemacht. Wer das auch immer war, ich werde dich verfluchen, ich sag's dir. Ja, beim Zepper sind höhere Mächte am Werk. Die einzige Art, die ich mit Super Consumables und Super HE-Munition und allem dem spiele, weil das nämlich, Mist. Genau dorthin wollte ich jetzt auch schießen. Weil das nämlich die einzige Art ist, bei dem das Sinn macht. Er ist schon 1390 durch, Hanti, ne? Den siehst du. Ja, durch ist der noch nicht, aber... Nah dran. Ja, sehr, sehr nah dran. Jetzt würde ich sagen, ist er durch. Yo, geiles Team hier. Ich krieg hier auch gerade nichts ran, ne? Kümmere mich drum. Der E75 ist hoffentlich wach. Meinst du? Meine nicht, ich hoffe. Komm hier, Sieben, geh nochmal auf. Komm hier, Sieben. Wow, wer pinkt denn da so beschissen? Na, der E75. Was ist denn heute los hier? Ich krieg hier auch kein Schwein ran, ne? So. Der 1375 ist nicht durchgefahren, weil er schlau war. Das habt ihr gerade gesehen. Ah, da ist die E7 fährt zurück. Und klick, klick. Lol. Lol. Und da kommt ein 54 Light auf uns zu. Jo. Und ich bin am Nachladen. Yay, Checkpoint. Ihr merkt schon, Zuschauer von Semper Fidelis, wie der Semper Fidelis sich hier freut, dass er die Arti fahren darf. Ja, extrem. Man ist auch überhaupt nicht teamabhängig und so. Und vor allem haben wir richtig geile Teams momentan. Beziehungsweise das Team ist richtig geil. Ich habe noch 50 Sekunden, verdammt. Fahr nicht nach links, fahr nach rechts oder geradeaus. Ich habe gesagt, nicht nach links. Uiuiui, nicht also nach Jan links. Ist auch, wenn der Semper jetzt schimpft, das war eine tolle Idee, sich dir die T92 zu wünschen. 5, 4, 3, 2, 1.
Ich verabschiede mich gerne im Gegensatz zum Semper. Stirb! Oh, oh man! Was ist denn heute los? Es ist gar ein bisschen schwierig, diese Art zu spielen. Ups, jetzt habe ich fast noch unter M53 weg. Ihr seht, ich bin der geborene Arty-Player. Ist unglaublich. Mhm. Kommt schon der nächste runter hier. Was ist denn heute los? Nein, wirklich. So, den T10 darf ich so one-hitten. Ist gar nicht mehr möglich, merke ich gerade. Oh, 135 HP, Mann, bin ich... Fest auch ein Objekt, kein T92. Ja, aber 135 ist ja nur doch ein bisschen... Schon wieder daneben! Hey, Papa, ich hasse RNG. Wow, und die M53 zerschellt man zuerst das... Ich lass mal AP nach. Oh, Intuition hat gewirkt, juhu! Okay. Oh wow, das ist eine Badshot. Scheiße. Das ist jetzt hingegen nicht so prall, muss ich zugeben. Ganz Wuser, ganz fest Wuser. Komm, komm, ja, komm rum. Nein, ne? Okay, das ist natürlich schon witzig mit einer AP-Stelle so auf Shotgun. Hui. Wäre es nett, wenn die 25 Sekunden warten würden, bis der nächste kommt. Oh, das war Hunty? Ja. Ah! Nichts vergessen, den Mr. Was geht sie das an zu reporten? Den Leo, ne? Ja, für seinen Showpoint-Gang. Ach, das war eine blöde Runde, muss ich jetzt mal gerade zugeben. Aber wir machen weiter, weil wir wollen nicht diese coole Ansage von Coolhand da zerstören. Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe ziemlich gar nichts gemacht. Das ist richtig, anders als ich. Ich habe ziemlich viel gemacht für die Runde. Ja, eben, weil ich keine Super Splasher-Emoni mehr drin hatte. Daran muss es gelegen haben. Ja, die gibt mir RNG, du weißt es einfach nicht. So. Und wer keine Ausrede mehr hatte, wurde erschossen. Zeigst du eigentlich auch immer die Gefechtsauswertung, Semper, für in deinen Videos? Mehr oder weniger. Ach, guck mal. Weniger. Dann ist euch bestimmt gerade aufgefallen, dass ich mehr Damage gemacht habe als der Semper. Ja, es ist auch Arty. Der Arty macht, glaube ich, sogar, keine Ahnung, einer, der das Spiel seit einer Woche spielt, mehr Damage als ich. Und guck mal, die gleiche Karte, andere Seite. Das finde ich super, die Seite mag ich mehr. Da kann ich nämlich gleich Rückwärtsgang reinsetzen und in meine Lieblingsposition gehen. Aber so vieles Tier 8 gesockt, was alles so, so kaum Damage ist. Ach, ich habe eine coole Mission online eingeschaltet. An. 4000 Damage muss ich machen, Jungs. Schaffe ich das? 4000? Nee. Du ist nicht. Baba V neu? Hm? Anti, du bist Baba doch da. Baba V ist, ist die dritte Abteilung von Baba, wenn ich mich die nicht sind aber neue, oder? Das habe ich noch nie gesehen bis jetzt. Baba und Baba 2 kenne ich. Wie neu die genau sind, weiß ich gar nicht. Ich habe die in der Kampagne schon mal gesehen. Wenn ich mich nicht irre. Ich stehe hier falsch, verdammt. Quatsch, es gibt auch Baba 3. Baba 3 habe ich in der Kampagne gesehen. Baba V, ist neu. Gut, aber auch Baba hatte tatsächlich schon bessere Zeiten. Das dann doch sehr... schön und interessant, dass es Baba offenbar jetzt wieder so gut geht, dass er da 4 Abteilungen offen haben kann. Spannendes Clan-Talk mit Hunty. Ihr dürft auch gerne mal in den Kommentaren irgendwelche Fragen schreiben, wenn ihr irgendwas zur deutschen Community wissen wollt. Ich kann euch da natürlich nicht alles beantworten, aber den ein oder anderen Clan kenne ich schon. Also falls ihr da irgendwie Interesse habt.
dann Mist. Gibt's da gerne mal Antworten. Siehst du? Ich hab nachgeschossen. Verschossen. Ist ja so ein schöner One-Hit-T32 gewesen. Hat so richtig schön AP drin. Aber nope, RNG sagt nope. Ja, kommt, mach noch mal auf da. Die kommen schon, keine Angst. So, was haben wir hier noch? Das werden alles schon schöne One-Hits. Warum ist denn die ESC mit dir? AP sei. Oh, geil. Da ist er wieder. Der hat kaum mehr Leben. Bleib kurz. Ich bin genau im falschen Winkel. Ding dong. Komm, gleich nochmal AP laden. Oh, geil. So viele AP-Ziele. Was war denn das für eine Serie? Ja, ne? Die ESC-Match, ich kenn's, die so schön zeitlich, das wäre fast ein Safe Armor Rack, so wie die steht. Schön vorne auf die Frontplatte und dann Badum. Ah, jetzt ist der Schuss am Felsen hängen geblieben. Komm, ESC, mir trau dich doch mal. Mann, der Löwe ist. Ach. Hand die wurde gekraunt hat. Ja, gut zu wissen. Nach 30 Sekunden. Ja, musst du noch nachladen. Komm schon, ihr Sieben, jetzt fahr doch mal rüber. Ich hab mich auch bewegt, aber leider zu wenig. Boah, da steht noch ein Amix. Ne, da steht unten. Scheiße. Ist natürlich klar, ne? Dass jetzt die links durchpushen. Ja, zum ersten Mal seit gefühlt 50 Matches wieder gecountert werde. Und das natürlich gerade, wenn der Semper aufnimmt. Natürlich. Bitte schieß auf die Lorry. Objekt, schieß auf die. Danke. Komm. No! Ja, sei froh, dass du keine AP drin hattest. Ich hab AP drin, das war nicht mal ich, das war Coolhand. Ja, auf die Fanznacken. Genau. Hätte ich eigentlich den CDC mit 900 mit AP aussehen wollen, weil ich noch immer dieses blöde AP drin hab. Wo ist der Rheinmetall hin? Der stand doch auch da hinten irgendwo. User joined your channel. Ja, aber der Objekt hat sich gerade zu Recht nicht, ihn zu spotten. Hallo, Keylab. Klick, klick. Oh, wow. Darum hätte ich, ich hätte das AP rausnehmen sollen. Mhm. Scheiße. Selber so schuld. Typisch, ne? Ja, liebe Zuschauer. Falscher Einsatz von Murmeln. Kann eigentlich ziemlich alles versauen. Eigentlich diese ESC möchte jetzt trotzdem gerne noch eine klatschen hier. Der Gegner dreht gerade schön das Match. Naja, ich sehe schon. Aber ich gleich auch wieder, sobald ich jetzt mal schießen darf und die S7 stehen bleibt. Ja, genau. Ja, perfekt. Genau so. Da schießt ja nochmal mit richtiger Munition. Ding dong. Ah, geht doch. Das war aber auch eine AP, wenn ich das nee, das war HE. Hab. War HE. An den Cheroid hier kann ich nicht ran, habe ich nicht die Reichweite. Wir müssen, also Objekt und so. Lorry, Objekt. Die müssen wir jetzt mal rausnehmen. Vor allem die Lorry, weil die könnte uns dann spotten, die ist noch schnell. Oh, scheiße. Dürfen nicht zu nahe kommen. Coolant? Ich bin fertig geladen. Okay. Headset spotted. Okay, der muss jetzt da raus. 7 Sekunden habe ich noch. Ah, nein! Schön. Bleib stehen. Aber es ist gekettet. Nicht mehr. Oh, Cent! Oh. Das war. Jetzt kommt RNG. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Lorry. Die will ihn gleich ausmachen. Hm? Nee, die braucht aber 2 Schuss. Oh, was zittert da bei mir so? Ich weiß auch nicht, wo ich hin aimen soll. Ja, ne? 2 Schüsse reicht. Oh, wow! Oh, wow, scheiße. Kommen Sie, Herr Borsig. Schafft er das? Puh, ich weiß nicht. Vielleicht schlägt die Art hier ein, dann ist zu Ende mit dem Borsig. Zu kurz. Schafft das? Oh, ein HP hat er stehen gelassen. Muss man alles selber machen hier. Für ein HP muss ich jetzt eine Premium-Muni verschleudern, ne? So, dann fahre ich mal ein bisschen vor, weil ich sonst nicht rüberkomme und die Schussreichweite.
Wow, für einen. Ich hätte vorhin abdrücken sollen. Ich dachte noch so, komm, das schafft der rein mit der Fechtung. Meh. Komm, noch ein bisschen links. Perfekt. Boah, aber der Chat ist heute Abend auch herzallerliebst, ne? Du Pollack. Ja. Sehr freundlich, die Herren. Das können wir noch verlieren, verdammt nochmal. Wir haben noch den AMX-AC auf der Gegenseite. Der weiß zwar auch nicht, was er tut, aber wenn er nur hinten steht, dann reicht das ja. Das ist das Eben, Dobe. Ich weiß aber nicht, wo der hinten steht. Das ist die Blöde. Gib mal auf Dora 2, aber der kann sich da mittlerweile natürlich wegbewegt haben. Ja, ich bin da schon drauf. Aber unser Center hat ein bisschen Angst zu spotten. Verständlich. Ja, fast, ja. So, der Borsig fährt weiter vor. Da war der Arti. Ich will eigentlich ungern auf die Arti schießen, aber wow. Ich nehme mal auf den GW Tiger. Wenn ihr gebt, ist ein Gun-Carrier. Wow, nein, der fährt zurück. Scheiße. Ja, ich dachte, der Rheinmetall schafft einen Gun-Carrier noch. Nachladen. Für den Gun-Carrier habe ich nicht die Reichweite. Der steht jetzt dort hinten. Ja, rechts. Das war jetzt. Was steht denn jetzt dieses blöde AC? Noch ist der CDC ungespottet, aber ich würde sagen, jetzt haben wir's. Wow, da ist er. Also jetzt muss schon viel schief gehen. Wo stand denn der, ja, dass der... Ja, ein reicht. Ja, wenn jetzt der CDC nimmt einen Cent raus. Genau. Und wenn jetzt der Rheinmetall von der AT rausgenommen wird, jetzt haben wir ein Problem. Das fällt für mich unter, da muss viel schief gehen. Nein! Halte deinen Schuss jetzt lieber drin. Scheiße, das muss ich gleich neu einnehmen. Der sollte eigentlich hochfahren, der Amix. Ja, super, jetzt habe ich Angst. Wieder mal sieht man den Skill super. Von Anti. Der Rheinmetall ist ja noch voll. Oh, jawohl. Was für eine dumme Arti. Falsche. Ja, jetzt muss der nur noch den, Wo ist der Amix? Der steht wieder hier unten irgendwo. Meinst du? Mhm. Wow. Ich glaube, er ist nicht so doof. Na, vielleicht doch so doof, dass er sich, nicht Arti sich hier hinstellt. Man weiß es nicht, ne? Wow, what the fuck? Okay. Gibt es einen Non-Aim-Shot, das meinst du? Den krieg ich. Weil du wirst schießen müssen, um Klick. Den zu kriegen, wenn du willst. Der war auf dem Punkt, ne? Ausnahmsweise, ich habe nicht geaimt, der war auf dem Punkt, aber er ist aus dem Punkt rausgefahren. Was macht der Rheinmetallist? Wow. Ja, meine lieben Zuschauer, hier seht ihr gerade ein Battle des Todes. Ja gut, hat der Rheinmetall gewonnen. Haben wir's noch. Ich habe nur viel zu wenig Schaden gemacht. Oh ey. Gott, ey, ich habe mich countern lassen. Ja, das ist natürlich auch peinlich. Ja. Aber ich habe nur 2500 Damage gemacht mit einer... Mehr habe ich auch T92. Nicht. Ich habe ein Durchschnittsdamage von 3000 auf dem Ding. Nee, eigentlich nicht, ne? 2,8. Naja, 2,2 nur? Ja, der Charity-Schuss war ein bisschen scheiße, dass du gerade mal 1 HP gemacht hat. Komm, gleich noch eine Rette runter. Aber er war trotzdem wichtig. Oh, Moment, ich kann noch einen Perk vergeben, einen Skill. Komm, nicht bereit, du blödes Spiel. Ja, sonst wäre Rheinmetall wahrscheinlich ein bisschen... Oh, was muss ich denn hier machen? Ruf nach Vergeltung, Tarnung, Reparatur. Ich kann gleich mal Tarnung machen, ne? So, lieber Janis Zuckert, dann folgt Reparatur, jetzt die letzte Runde extra für dich. Hat irgendwie hast du es heute so ein bisschen, ne? Cool, ein Packung sein anderes Schätzchen aus. Wir würden uns natürlich sehr freuen, Janis, wenn du drunter schreiben könntest, ob es dir gefallen hat denn überhaupt. oder ob der Semper viel besser hätte spielen sollen. Und der Semper hat schon im Vorfeld angekündigt, der ist ja ein bisschen schüchtern, deswegen hat er es jetzt während der Fechte nicht gesagt, dass er das jetzt ein bisschen häufiger machen wird, dieses euer Wunsch sein. Euer Wunsch, mein Befehl heißt das ja. Euer Wunsch, mein Befehl. Aus meiner Sicht dann ja, euer Wunsch, sein Befehl.
sprich, ihr wünscht euch was und der Semper fährt's. Ja. Total meine Meinung. Die Karte mag ich auch nicht so, auf der Seite. Ich gehe hinten auf, ne? Da, K2. Totally normal spot. Ich suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen, hab ja Zeit. So, wo spotten wir, wo spottet denn mal was? So ein Badget hätte ich auch eigentlich auch gerne. Dieses schöne Schnelle und diese vier Schüsse ist eben doch noch sehr nett. Ja, aber dazwischen, du hast 70 Sekunden Zeit, dir erstmal eine Position zu suchen zum Schießen, ne? Ja, aber das ist geil. Ich meine, du kannst jetzt eigentlich ranfahren, wo du willst. Zum Beispiel sehen wir jetzt, dass links sowieso gleich gefallen ist, weil du kaum mal jemand hinfährt. Spottet der da hin? Dann kannst du eigentlich schon wieder runter wegfahren. Sag mal, wie weit vor fahren die? Das ist doch nicht normal. Doch so. Ah, stimmt. Von oben sieht alles so anders aus. Das ist... Allgemein fallen unsere Leute nicht sehr weit diese Runde, hm? Ja, super. Bin gerade vom 57er weg. Wow, vor allem die zwei da hinten, diese TDs. Aber ist gut, wenn links nichts durchdrückt von denen, stehen wir hier wenigstens safe. Ja gut, wenn die da nicht spotten wollen, schaue ich halt mal nach rechts zum E50M. Stopp, bisschen... Oh, wow. Hey, also sorry, aber das ist dann ein bisschen grenzwertig, ne? Zum Glück sind die Mediums von den Gegnern genauso dämlich und fahren alle in die Stadt. Grenzwertig ist schön gesagt. Ich bin Schweizer, ich bin neutral und nett. Neutral glauben wir dir noch. Wow, was ein Team. So, gut, dass sich der Gegner auch nicht besonders schlau anstellt bisher. Doch, er hat gerade unser Auge ausgeschaltet. Ja, das mag sein, aber der muss da auch erstmal durchkommen. Komm, 140, gib mir einen Spot. Dieser Satz wird dir heute noch, wird die Leute noch aus... Solche... Bah, Spiele, ey, die gehen mir gerade auf den Keks. Pizza ist es 268 schon. Da ist Objekt 140. Guck mal eben, E50M und jetzt haben wir dann die Seite gleich verloren. Nochmal ein E50M am Campen, aber die Gegner sind genau gleich schlimm. Kriegt auch nichts ran, ne? Ich habe noch keinen Schuss abgegeben. Der kraucht die ganze Zeit genau am Rand meines Aim-Bereichs rum. Ich muss auf diesen E50M da oben, der muss jetzt da raus, der ist nämlich gefährlich. Ja. Oh wow, jetzt kommt das zweite Objekt, ja. Super, und die da hinten, die haben nicht das Gefühl, sich ansatzweise bewegen zu müssen. Jo, das ist die Seite gefallen, jetzt haben wir verloren. Juhu! Oh. Ja, gut, in den Tausenden. Aber guck mal, jetzt sind wir einfach total eingeengt wie Artis. Jetzt können wir nicht mehr richtig spielen. Yep. Das haben wir verloren, bevor es überhaupt begonnen hat. Wir werden schießen müssen, aber wir können nicht. Vielleicht von da. Da unten in die Kuhle rein. Wir müssen einfach schauen, dass wir nach oben schießen können. Die Heavys können sie ja vielleicht noch ein bisschen... Von da aus irgendwie auf die IS-4 schießen kann. Aber ich find's auch... Ich kann ja eine AP durchladen. Ja, eigentlich sollst du die Objekte eigentlich fast nur mit AP spielen. Nein, das kannst du nicht mehr machen. Sag, ich fahr keine Arti, weil ich das nicht kann. Eben mal hoch auf den Berg, sollte jetzt eigentlich die E50 gleich runterjohlen. Sollten und so, schön. Das können wir noch drehen. Wenn sich jetzt die E50 ein bisschen dämlich anstellen. Nächstes Teil da unten. Jawohl. Fuck it. Nein! Ach, steht. Es tut mir einfach so peinlich, dieses Team.
Einfach nur peinlich. Ei. Das ist gerade echt hart. Hart schlimm, ja. Die E50M kommen. Ja, ja, ich weiß. Einen Schuss habe ich noch. Ja, Semper, du guckst in die falsche Richtung. Das Problem ist, dass die nicht reinjohlen werden zu uns. Ich könnte nämlich vielleicht noch hier links dem Objekt eine geben. Es ist so geil, wie schlimm das Team ist. Da bin ich fast glücklich, dass die Aufnahme aufhört. Ich auch. Also das ist jetzt gerade unterste Schublade, was hier abgeht. Unterste Schublade. Jetzt gehe ich sogar noch auf. Gut. Also, liebe Zuschauer vom Semper Fidelis, ihr habt gesehen, wichtig, wenn ihr viele Artis ist, nicht sich hinten reinzustellen, von wegen die Gegner-Artis können dann nichts machen, sondern im Gegenteil, so wie der Gegner das dann zumindest am Ende gemacht hat, Platz nehmen. Das Match weit über die Map verteilen, damit die Artis wirken können, weil das einfach unglaublich wichtig ist. Ich meine, ihr habt unsere vorherigen Matches gesehen, da ging das einigermaßen mit dem Artis wirken lassen. Hier ging das halt überhaupt nicht und dann geht das halt so aus, wie es jetzt gerade aussieht. Und jetzt gucken wir mal, was da gerade frontal auf den M103 zukommt. Ist halt gut. Ist beim Gegner so noch einer blau geworden. Es ist so. So schlimm, dumm, so, tut mir so, leid. So läuft das halt manchmal. Das ist schwere Los des Artifahrers. Trotzdem danke, Janis, für den. Spannend, wir spielen Tier 10. Der T92. Und jo. Von mir aus war's das dann. Ich wünsche allen Zuschauern von Janis. Genau. Allen Zuschauern von Semper noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann der Semper das hochlädt und wann ihr das guckt. Und ich mache mir jetzt hier auch noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, er labert mehr als ich, ne? Kann das sein? Ja, also gut. So unterschreiben. Also ja, haut rein und so weiter und so fort. Und ja, komischer Part wieder, ne? Naja. Willst du noch was sagen, Coolant? Tschüss. Tschüss.